Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Carmack Chem Accelerator 2018. Und die Version 1.03 ist live. Unten in der Ecke habe ich jetzt das Changelog wieder. Ihr könnt kurz anhalten, euch das durchlesen. Ich werde mit dem Spiel fortfahren. So, wir haben ja in der letzten Folge endlich unsere Werkbank zum Schluss noch gekriegt. Und die Fixes an den ganzen Motoren und was da alles geändert wurde, das ist natürlich sehr schön. Und wir hoffen, dass es auch wirklich klappt. So, dann brauchen wir jetzt erstmal einen Auftrag ganz fix. Da müssen wir mal kurz zum Telefon hier. Und dann sagen wir, Roy, ich habe gelesen, dass die Nockenwelle öfter als der Hersteller ausgebaut. Boah, hier haben wir was am Motor. Filter müssen gewechselt werden. Öl und Ölfilter. Naja, komm, dann machen wir mal eine kleine Inspektion. Den Auftrag nehmen wir mal an. So, ja. Dann holen wir uns mal das Auto auf die Hebebühne. So. Er sieht da fürchterlich aus. Ist schon rostig, das Ding. So, dann. Angehoben. So, Filter müssen gewechselt werden. Dann gucken wir hier mal rein. Auftragsliste: Luftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter R4. Ah, Tablet haben wir hier noch nicht. So. Also brauchen wir Filter. Wir brauchen einen Luftfilter, wir brauchen einen Kraftstofffilter und wir brauchen einen Ölfilter R4. Das ist der blaue hier. So, dann haben wir schon mal alle Filter. Dann reines Vergnügen. Da ist der Kraftstofffilter. Raus mit dem Stück. Und der neue wird eingebaut. So, dann machen wir hier Filterkasten. Das beliebte Spiel mit den. Achso, ich muss es wieder auf auseinanderbauen. Ja, da, Entschuldigung. Dann nehmen wir hier das Minispiel mit den Klemmen wieder. Klemme A, Klemme B. Dann hier noch eine Klemme. Und dort noch eine. So, achso, nee. Luftfilterdeckel. Luftfilter raus. Und zusammenbauen. Neuer Luftfilter rein. Deckel wieder drauf. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Klemme. 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 Und Klemme. So. Geht übrigens mit Enter schneller, ne? Wenn man dann, da muss man nicht mit der Maus noch extra wieder dahin fummeln. So, dann müssen wir die ganze Karre einmal aufbocken. Dann brauchen wir hier unser Ölfässchen. Das würden wir gerne stellen an die. Muss ich natürlich so an die Hebebühne 1. Dann drücken wir mal aufs Knöpfchen und gucken von unten noch mal rein und holen schon mal den Ölfilter raus und sagen: Hey, ich habe einen neuen dafür. So, ah, den steckt man immer noch dran. Okay, immer noch einen Schrauben und einen Stecken. So, dann können wir den hier wieder wegbringen, das Auto nach unten fahren, um dann oben ein wenig Öl einzufüllen. So, gucken wir doch mal hier. Öleinfüllschraube. So. So. Und dann noch mal ganz kurz hier an dem Ölmessstab geguckt. Das sieht doch richtig schick aus. So. Dann lassen wir das Auto los, dann machen wir die Klappe zu, dann sagen wir bringen es zur Garage oder zum Eingang vom Shop und rufen den Kunden an und sagen, wir hätten ganz gerne von dir, gemacht haben wir alles, $251. Na gut. Eichsam ernährt sich das Mühhörnchen, so ist es halt. So, wir sind doch Level 5, dann kann ich doch ein Tablet mehr bestellen. Ich bestelle mir mal ein Tablet. So. Dann. Mal gucken, ob ich es auch benutze. Hier haben wir dann Bremsen, Bremsen, Bremsen. Bremsen sind schlecht. Ein Problem mit den Bremsen, noch ein Problem mit den Bremsen. Hier mal ein bisschen, das Auto steuert unsicher. Oder wir nehmen den nochmal. Nochmal Nockenwellen machen. Na ja, komm, es ist ein Kampagnenauftrag. Vielleicht kommen wir in der Kampagne weiter. So. Dann machen wir den jetzt einfach mal. Ein bisschen Geld bringt es ja auch. So, dann komm mal her, mein kleines süßes Autochen, und beweg dich mal auf die Hebebühne. So, bocken wir dich mal auf.
Dann gucken wir mal, was hast du denn? Einen Luftfilter möchtest du gerne haben. Hä? Da stand irgendwas von Nockenwelle, oder nicht? Im Text. Ein Luftfilter und ein Ölwechsel. Naja gut, dann ein Luftfilter und ein Ölwechsel. Ja. Bitte, gerne. Dann machen wir hier einen Luftfilter. Achso, das geht ja nicht. Also das Minispiel mit den Klemmen hier wieder. Einen Luftfilter. Und, oh, jetzt habe ich das Rad geklickt. Da wollte ich nicht hin. Wollte hier zu Klemme. So. Also das hätte man genau andersrum machen sollen. Dass man anklickt und rausbaut und länger anklickt, damit man dahin zoomt. Ne? Weil so hat man ja wirklich immer wieder das Gleiche. Wir brauchen einen Luftfilter. Luftfilter und einen Ölfilter R4 brauchen wir. So. Aber da stand doch irgendwas von Nockenwellen, ne? Naja, egal. Zusammenbauen. So, dann brauchen wir hier Wackel. So. So, das hätten wir. Dann hoch. Dann ist das ja auch bloß eine kleine Inspektion hier, ne? Dann bitte zur Hebebühne 1. Aufs Knopf hier gedrückt. Ölfilter ausgebaut. Nö, der ist schon noch gut. Brauchen wir gar nicht ausbauen. Alles klar, dann war's das schon. Benutzt haben wir schon. Wieder weg. So. Dann gucken wir noch mal ganz kurz in den nächsten Ölfilter, ne? Luftfilter. Ja, Öl wechseln, Öl ablassen, neues reingießen. Alles klar. Gut, dann habe ich das mit dem Filter schon wieder, war ich schon wieder etwas zu optimistisch unterwegs. Bin ich dem Ganzen ein wenig vorgeeilt. Ja, Motor. Ach ja, man müsste das genau andersrum machen, damit man dann nicht so lange da draufklickt, ehe man denn das Teil jetzt irgendwie abbaut, ne? So. Naja, gut. Also ich wäre froh, wenn die Steuerung eine andere wäre, aber ich bin wenigstens weder der Entwickler noch habe ich da so viel Einfluss, glaube ich, drauf. Könnt ihr ihn ja mal schreiben. So, gucken wir mal nach dem Öl. Wunderschön. So, dann wird das jetzt hier eine Ölwechselfolge oder wie? Nee. Loslassen, Haube zu, bewegen das Ganze in Richtung Eingang und den Kunden anrufen und sagen, kriegen wir ja fast gar nichts, ne? Wir hätten gerne 117 Dollar, na das war ja nichts. Na gut, egal, es hat ein paar EP gebracht. Nicht viel, aber immerhin. So, dann gucken wir weiter. So, jetzt haben wir hier wieder die Mitte Nockenwelle. Oh, hier mal einen mit Wechselmotoröl, Ölfilter aus, Steuerung muss ausgewechselt werden. Und einen schönen alten, oh, den nehmen wir. Den Auftrag nehmen wir an. Den schaffen wir heute noch. So, mindestens. Wenn nicht, dann machen wir noch einen Ölwechsel. So, dann ganz gerne mal zur Hebebühne. Dankeschön. So. Aufbocken. Motorhaube auf. Und dann gucken wir mal, was wir alles so brauchen. Wir brauchen einen Ölfilter R4. Den haben wir ja schon. Öl wechseln und bei Steuerung Ersatzteile brauchen wir eine Wasserpumpe R4, einen Zahnriemen R4, SOHC und einen Riemenspanner. Alles klar. Dann drücken wir mal T. Wir brauchen einen Riemenspanner. Riemenspanner. Den brauchen wir. Dann brauchten wir einen Zahnriemen. So. Den brauchten wir und eine Wasserpumpe brauchten wir, ne? Wasserpumpe R4 nehme ich mal an. Oh, gibt es da unterschiedlich? Gibt es da eine Wasserpumpe? Warte mal, machen wir ganz aus. Wasserpumpe. Ne. Wasserpumpe R4. Die nehmen wir. So, dann. Wollen wir jetzt mal loslegen hier am Motor. Und zwar. Wo fangen wir denn an? Vor lauter Vergeisterung. Wir müssen jetzt mal die. Hier, die Verkleidung müssen wir abmachen, ne? Dann müssen wir hier mal reingucken. Und man das da unten noch was vor. Genau. Keilriemen weg. Ja, das hier weg. Oh, die Wasserpumpe sieht echt scheußlich aus. Ne, die Lima brauchen wir nicht ausbauen. Warte mal, zurück. Wasserpumpe wollen wir ausbauen. Hopp, hopp.
Dann haben wir hier ein. So, dann haben wir hier den. Dann haben wir das Steuergehäuse. Dann haben wir den Zahnriemen. Den kriegen wir noch nicht. Ah, hier ist Kühlung im Weg. Müssen wir den erstmal noch ausbauen. Und dann kriegen wir den Zahnriemen runter. Dann gehen wir in den Zusammenbaumodus. Dann einen neuen Zahnriemen bitte. Jo, hätten wir. Wir haben auch einen neuen Riemenspanner. So. Wir haben ein Steuergehäuse. Muss nicht neu. Dann haben wir eine Riemenscheibe. Muss auch nicht neu. Dann haben wir hier die Trägerrolle A. Ist auch noch gut. Die Wasserpumpe in neu. Keilriemen. Und den anderen Keilriemen auch noch. So, dann hätten wir das. So, und jetzt brauchen wir noch das mit dem Öl, ne? Das heißt, da müssen wir einmal hochfahren. Das geht doch richtig schnell. So. Irgendwie habe ich jetzt schon wieder eine dicke Nase. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Klingt doch, hört man wahrscheinlich auch. So, dann. Achso, Ölwechsel. Ja, genau, hier. Komm mal her. So, runter. Antippen, Knopf drücken, Öl läuft raus. So, jetzt müssen wir hier mal kurz mal einen Ölfilter suchen. Muss ich den hier verbaut? Da. Raus damit. Und wir haben hier noch einen neuen Auftasche. Rein damit. So. Dann du wieder weg hier. So. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in die Liste. Genau, jetzt ist bloß noch das Öl. Und hier Steuerung haben wir schon alles fertig. Einwandfrei. Warum bloß noch das Öl? Welche Zahnriemen wechseln in der Zeit? Habt ihr das gesehen? Ha! Da kriegen wir noch einen Auftrag fertig. So. Ein bisschen Öl nein machen noch. Ja, Motor. So, dann gibt mal ein bisschen Öl drauf. Gluck, 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 gluck. So. Wo ist der Ölmessstab versteckt hier? Ah, auf der Seite. Querliegender, nicht? So. Haben wir. Alles wunderbar. Schön. Dann. Deckel zu. Auf zum Ausgang. Und dann rufen, sagen, wir hätten gerne 396. Na gut, das ist ein Zahnriemenwechsel, ne? So ein bisschen teurer als eine normale Inspektion. Ging noch aber wunderbar. So. Jetzt haben wir nochmal nur eine Bremse und ein Fahrwerk. Auto steuert sich unsicher. Ersatzteilliste hätten wir. Hier hätten wir eine Bremse. Problem mit den Bremsen. Machen wir den doch noch mit den Nockenwellen noch? Wie viel haben wir es denn? 12. Komm, nee, dann können wir hier, machen wir hier noch eine Bremse. Auftrag annehmen. So. Dann machen wir noch eine Bremse für heute und dann ist das erstmal wieder gut. Und dann, ab auf die Hebebühne. Ach, ist ein hässliches Auto. So, das finde ich hässlich, so eine Autos. Naja, gut, egal. Ich muss es nur reparieren, nicht schön finden. So. Dann gucken wir mal. Ach ja, das geht wieder nicht. So. Gucken wir mal auf diese belüftete Bremsscheibe, Sattel, Belege und Sattel. So, also dann haben wir vorne die beiden Bremsen wahrscheinlich. Halt, nein, so, T drücken wollte ich. Wir brauchen bei den Bremsen zwei Sättel, waren gesagt. Mal gucken, ob wir auch zwei und dann nachher eine Tasche haben. Zwei belüftete Bremsscheiben und einmal Belege. So. Dann, falsche Seite. Ich weiß nicht, warum das links angebaut ist. Ist das wirklich immer links angebaut? Ich dachte immer, das wäre rechts angebaut, aber gut. Kann natürlich sein, dass ich da... Ja, ich möchte gerne da dran schrauben. So, einmal ist gerade runtergezogen. Dann haben wir hier schon einen Bremssattel, der nicht mehr ganz so schön aussieht. Da kann man sagen, was man will. Der sieht scheiße aus. Bremsbelege, die hatten noch 81%. Die können wir wieder draufsetzen. Und eine Scheibe. So, dann machen wir hier wieder zusammenbauen. Dann bauen wir hier eine neue Scheibe an. Nehmen wir die 81% wieder, ne? Die ja waren. So, und dann haben wir hier noch einen Bremssattel. In neu. So, und dann brauchen wir nochmal den Standardreifen. Zack und drauf. Kann ja sein, dass wir es gefixt haben, dass ich jetzt beide Bremssattel habe. So. Dann nehmen wir mal die andere Seite auseinander. Hier ist auf jeden Fall nicht der Bremssattel dran. Das heißt, wir müssen auch mindestens noch ein Hinterrad abbauen.
Weil der Bremssattel, der ist nämlich nicht defekt. Und wir haben ja gelesen, dass wir zwei Bremssattel haben. So, dann machen wir hier einen Bremssattel. Dann machen wir hier mal die Bremsbeläge. Die sind auch noch okay, die kann man nehmen. Dann, dann zusammenbauen. Neue Bremsscheibe. Die Bremsbeläge. Warum habe ich eigentlich zwei Bremsbeläge? Der Bremssattel. Ja. Hatte ich noch neue Belege in der Tasche? Ach stimmt, ich habe ja einmal eine repariert gekriegt, eine Reparierbank, wo ich mich noch gewundert habe, wie man Bremsbeläge reparieren kann. Aber stimmt eigentlich, da kann man ja einfach einen neuen Dings anbauen. So. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal gucken hier. Ist hier was kaputt? Gehen wir mal kurz in den Inspektionsmodus. Leuchtet hier was rot? Ich sehe nichts, da leuchtet was rot. Dann nehmen wir dieser hier noch auseinander. So, dann haben wir hier einmal die Bremsbeläge. Einmal den Bremssattel. Der sieht wirklich gar nicht mehr gut aus. Und die Bremsbeläge. Die waren auch nicht mehr gut. Gut, dann können wir jetzt wieder zusammenbauen. Die Scheibe sieht ja noch gut aus. So. Dann nehmen wir hier auf einmal neu. Einmal neu. Ja, bitte gerne. Schraube rein. Schraube rein. Und dann bitte hier den 200-Reifen wieder drauf. So. Da haben wir jetzt ziemlich viele Arbeitsschritte gehabt hier an dem Auto. Ist es denn fertig? Ja, es ist fertig. Wunderbar. Dann können wir es mal von der Hebebühne runterlassen. Maximal 3,2 Tonnen davon drauf. Okay. Und wir bewegen das Ganze zum Ausgang hin und sagen in diesem Moment, das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir bekommen vom Kunden nochmal $584. Auf Wiedersehen.